Bei Tischis wird heute gesagt gehabt, dass die Konservativen, und damit meint die uns Schwurbler und alle, dass wir ein bisschen doof sind. Und die haben recht. Lasst uns aufhören, ab heute, bitte. Lasst uns aufhören zu spalten. Lasst uns aufhören, darüber nachzudenken, dass der, der neben mir läuft, vielleicht irgendwann mal was Böses gesagt hat. Wir brauchen Politikerhaftung. Politiker müssen für das, was sie tun und was sie sagen, auch haften müssen. Was für uns wichtig ist, wenn wir wirklich etwas ändern wollen, dann brauchen wir in diesem Land eine unabhängige und freie Presse. Das ist wichtig. Wenn wir etwas ändern wollen, dann brauchen wir eine unabhängige und freie Wissenschaft. Mit einer freien Wissenschaft hätte es diese Pandemie niemals gegeben. Lasst euch nicht spalten. Lasst euch nicht auseinanderdividieren. Wir stehen für Freiheit und für mehr Demokratie. Ich sitze im Landtag Brandenburg. Ich bin quasi der Obmann für meine Partei im Untersuchungsausschuss Corona, und zwar Nummer 1 und Nummer 2. Wir haben zwei. Wir untersuchen auf der einen Seite den allerersten Lockdown, wie kam es dazu? Und wir untersuchen im zweiten Untersuchungsausschuss vor allen Dingen die Auswirkungen auf die Kinder. Wir untersuchen vor allen Dingen die Auswirkungen der Corona-Demonstration. Einige erinnern sich, 2020 oder Ende 21, Anfang 22 bis ungefähr März, April gab es doch etwas heftige Gewalt. Wir in Brandenburg haben sogar einen Toten zu beklagen. Das ging sogar vor Gericht. Da geht es jetzt wieder vor Gericht. Da haben wir im Untersuchungsausschuss einiges dazu beigetragen. Da hat man einen Mann sterben lassen, und zwar ein Mitglied der Band In Extremo, der dann wahrscheinlich, weil er in Extremo war, extrem war. Das meinte wahrscheinlich die Polizei und hat ihn sterben lassen. Zwar aus meiner Ansicht nach war das unterlassene Hilfeleistung. Der Mann hat bei einer Corona-Demonstration ist zusammengesackt und hatte einen Herzinfarkt, und man hat einer Mitspazierenden, die also da hätte helfen können als Krankenschwester und ein Arzt, nicht den Zutritt erlaubt, sondern hat gesagt, bitte warten Sie, bis der Krankenwagen kommt, den man nicht gerufen hat. Etwas schwierig, genau, schlimmer, jetzt muss ich zugeben, es ist die eine Seite der Corona-Geschichte, die andere Seite war in einigen anderen, vielleicht hat das jemand verfolgt, wir hatten in Brandenburg die Situation, da gab es eine Pferdestaffel, hat ein Polizist eine Demonstrantin auch rumgeschubst, und vielleicht kennt ihr diese Geschichte noch in Amerika mit dieser Black Lives Matter Geschichte, wo der Schwarze ja dann gestorben ist, weil der Polizist auf ihm gekniet hatte. Und so eine ähnliche Situation hatten wir in Brandenburg. Ich habe dummerweise 2 Meter daneben gestanden und habe das voll mitbekommen. Und die Dame, die darauf hingewiesen hat, dass der Mann, der gerade unten liegt, unter dem Knie des Polizisten, dass der gerade erst vor 4 Wochen einen Herzinfarkt hatte, spielte keine Rolle. Daraufhin hat man die Dame weggeschubst und das Pferd schlug aus. Und ich glaube, 2-3 Zentimeter neben dem Kopf, das hätte böse enden können. Auch da haben wir eine Anzeige gemacht. Wir haben also eine Anzeige gemacht gegen die Polizei. Wir haben eine Dienstaufsichtsbeschwerde gemacht. Leider Gottes ist da nichts passiert. Was wir euch aber sagen können, wir haben in Brandenburg ein relativ gutes Umfrageergebnis, wir sind da stärkste Kraft, das bedeutet, wir könnten also nächste Legislatur im September, könnten wir wieder einen Untersuchungsausschuss einsetzen, und das, was wir versprechen können, ist, es wird diesmal darum gehen, wie ist man innerhalb der Polizei mit Kritikern umgegangen und wie ist man vor allen Dingen, wer mit der Polizei damit umgegangen, wie mit diesen ganzen Corona-Demonstrationen, und viele von euch haben ja Bußgelder, Strafbefehle und dergleichen erhalten, und wir sind diejenigen, die dafür kämpfen, dass die nicht nur aufgehoben werden, sondern wir sagen, diese Buß- und Strafbefehle, die es da gab, die existieren nämlich nicht, weil nicht ihr seid die Täter, sondern diese Regierung sind die Täter. Und jetzt ist es immer schwierig. Ich habe vorhin schon eine halbe Stunde dazu geredet. Gerne, ich stehe zu allen Fragen da bereit. Das ist nur 2 Sachen, die wichtig sind, dass man sich mal... Und das können wir belegen und das kann man auch selber nachlesen in den RKI-Files. Wir wissen heute, dass diese Pandemie eben nicht medizinisch war, sondern sie war eine politische Pandemie. Und dafür, das hat Esteban so schön gesagt, ich habe im Landtag Brandenburg eine Rede gehalten und musste mich entscheiden, zum Abschluss des Untersuchungsausschusses musste ich mich entscheiden, rede ich eine sachliche Rede oder rede ich eine Rede, indem ich Klartext den Altparteien sage, und ich habe den Altparteien gesagt, an euren Händen klebt Blut und ihr seid Täter. Das fanden die halt nicht witzig.
Aber ich halte das auch für wichtig, dass man denen das sagt. Also ich will nur zwei Beispiele mal nennen. Diejenigen, die dafür zuständig waren, dass unsere Kinder 8 oder 10 Stunden Maske tragen mussten. Mein Kind ist früh um 6.45 Uhr aus dem Haus raus, hat die Maske aufgesetzt im Bus, ist irgendwann 15.30 Uhr zurückgekommen, hat dann die Maske abgesetzt und wenn er die Maske nur ein Stück runtergezogen hat, hat der Lehrer gemeckert. Diejenigen, die das beschlossen haben, die haben im Landtag Brandenburg gesessen. Und zwar im Parlament, wenn die Kameras dabei waren, haben wir gesessen hinter Plexiglasscheiben. Das Einzige, was gefehlt hatte, war Füttern verboten, dass es dran steht. Kaum sind sie rausgegangen, und ich habe die Bilder davon, kaum sind sie rausgegangen aus diesen Räumen, wo die Kamera dabei ist, war die Maske runter. Und sie haben zusammengesessen, enger als ihr jemals zusammensitzen könnt, und haben sich umarmt und haben Kaffee getrunken. Und das zu einer Zeit, wo sie euch Bußgelder aufgetragen haben und wo sie unseren Kindern verweigert haben, frei irgendwo zu atmen. Sie haben unsere Kinder, lasst uns aufhören zu spalten. Lasst uns aufhören, darüber nachzudenken, dass der, der neben mir läuft, vielleicht irgendwann mal was Böses gesagt hat. Es ist mir scheißegal. Solange der Mann für Demokratie und für Frieden ist, oder die Frau, solange alle, die hier sind und die mitlaufen, für mehr Demokratie und für Frieden in dieser Welt sind, vor allen Dingen für Frieden in Europa, das wäre schon mal viel wert, solange müssen wir zusammengehen und solange müssen wir zusammen kämpfen. Und da, ich bin froh gewesen, dass dieser Wagenknecht aus der Taufe kam und was gemacht hat, weil sie den Linken und den Grünen und der SPD die Stimmen wegnimmt. Aber wo ist sie denn heute? Wo ist sie? Schön, dass ich hier reden darf, ist gar keine Frage, aber werte Frau Wagenknecht, ich denke, Sie sind für Frieden, dann kommen Sie doch mal her. Sie war auf keiner Demo von uns. Nirgends, in keiner einzigen Stadt. Ich kenne wohl einige Leute von BSW, die da waren. Und das sind alles anständige Leute, aber niemand von denen war da. Das ist das Problem. Wir dürfen uns nicht spalten lassen im Sinne von Frieden. Wenn wir Frieden wollen, und wir wollen alle Frieden, dann wollen wir vor allen Dingen auch Demokratie. Weil wenn sie uns nämlich gefragt hätten, hätten wir von vornherein sagen können, nein, wir wollen diesen Schwachsinn, den ihr wollt, nicht. Und vielleicht müssen wir darüber nachdenken, dass wir sagen, wir gehen zwar für Frieden auf die Straße. Und ich weiß, dass bei einigen anderen Parteien, einige sagen, ja, eure Ansätze sind nicht gut. Oder der redet blöd. Das ist egal. Wir brauchen einen Wandel in dieser Republik. Und wenn wir einen wirklichen Wandel wollen, gibt es nur 4 Punkte, für die wir einstehen müssen. Und wenn wir danach das geschafft haben, dann können wir uns gerne wieder auseinander dividieren. Dann können wir darüber streiten, ob das richtig ist, links oder rechts lang zu gehen. Wobei ich von links und rechts sowieso nichts halte. Diesen Schwachsinn gibt es nicht. Das ist das, was Sie uns erzählen wollen. Was für uns wichtig ist, wenn wir wirklich etwas ändern wollen, dann brauchen wir in diesem Land eine unabhängige und freie Presse. Das ist wichtig. Wenn wir etwas ändern wollen, dann brauchen wir eine unabhängige und freie Wissenschaft. Mit einer freien Wissenschaft hätte es diese Pandemie niemals gegeben. Und das zeigten auch diese RKI-Protokolle, weil die Querdenker saßen auch beim RKI, nur die Politiker haben sich drüber weggesetzt. Wenn wir wirklich etwas ändern wollen, dann brauchen wir echte Mitbestimmung. Und ich will, dass man uns 10-mal in der Woche nach politischen Themen fragt, aber wir selber entscheiden können, ob wir mitmachen. Wenn Sie uns gefragt hätten, ob wir diesen Genderblödsinn wollen, hätten wir gesagt, nein. Wenn Sie uns gefragt hätten, wollt ihr Waffenlieferungen in die Ukraine, hätten wir gesagt, nein. Und genau deswegen brauchen wir mehr und nicht weniger Demokratie. Und was das Wichtigste ist, der 4. Punkt ist ich bin Politiker. Nee, ich bin kein Politiker, ich bin Volksvertreter. Wir brauchen Politikerhaftung. Politiker müssen für das, was sie tun und was sie sagen, auch haften müssen. Wenn eine Partei, die Grünen, vor der Wahl sagt, keine Waffenlieferung in Krisengebiete und sie liefert sie trotzdem, ist sie abgewählt. Dafür müssen sie haften. Lasst euch nicht spalten. Lasst euch nicht auseinanderdividieren. Wir stehen für Freiheit und für mehr Demokratie. Was Besseres gibt es nicht. Danke. Danke an Anja, danke an Jens. Und schön, dass du da bist, lieber Esteban. Wo ist er denn da? Danke, dass ihr mich mitgenommen habt. Ich meine, abgesehen davon, das Wetter ist auch geil, oder? Ein geiler Klimawandel. Danke.